Nein, Minecraft, nein. Einfach nur nein. Kann sein, dass das mittlerweile ein bisschen komplizierter geworden ist. Oh, wie geil. Okay. Das ist ja cool. Das gefällt mir sehr gut. So. Das heißt aber, dass ich auf jeden Fall neue Treppenstufen brauche. Und zwar einige. Wieso hängen da eigentlich überall... Die kann ich alle gut gebrauchen. Was habe ich mir hier gedacht? Ich weiß es nicht, aber ich brauche Treppenstufen. Oi, 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 meine Herren. Hier. Und das war's. Mehr kriege ich hier nicht raus. Komm. Falls ich noch welche brauche. Aber warum habe ich die da denn rangesetzt? Ich weiß es leider nicht. Naja. Egal. Und plomp. Plomp, danke. Hey. So. Das ist echt cool. Muss ich echt mal so sagen. Dann geht das doch an diesen Ecken bestimmt auch. Jo, geht. Oh, Baby. Das ist echt super, muss ich gerade mal sagen. Endlich mal eine sinnvolle Neuerung. Ja, wie gesagt, ich habe ja einen ziemlichen Sprung gemacht in den Versionen und ich habe mich überhaupt nicht drüber informiert, was es in den neuen Versionen gibt, weil ich einfach keinen Bock hatte. Und ja, schauen wir mal, was bei rumkommt. Hoffentlich reichen die Treppenstufen. Nein! Oh. Bullshit. Das ist vor der Scheiß. Hacken wir uns nochmal durch den Boden. Au. So. Okay. Probieren wir es nochmal ohne runterfallen. Teilweise habe ich da Boden drunter gesetzt, unter das Dach, teilweise keinen. Ich glaube, das lag dran, weil ich irgendwie tagelang an diesem Dach gearbeitet habe und immer irgendwie anders. Und nie so einen wirklichen Plan hatte, wie das dann aussehen soll. Ja, das sieht echt beschissen aus, meine Herren. Das müssen wir optimieren. Okay. Flop. Da habe ich schon. Okay. Ich glaube, die Treppenstufen reichen sogar. Das finde ich persönlich jetzt schon mal ziemlich geil. Und da ist auch wieder einfach nur ein Loch. So. Und dann machen wir da oben einfach zu. Würde ich sagen. Allerdings schaue ich jetzt trotzdem mal da rein und gucke, was ich hier für eine Kacke produziert habe. Warum habe ich hier überall noch einzelne Stufen rangesetzt? Warum tue ich das? Warum tue ich sowas? Da müssen Treppenstufen ran. Scheiße! Das ist echt dumm. Beziehungsweise, nee, bevor ich das da unten dekoriere, werde ich erstmal das Dach fertig machen. Und dann gucken, was ich da zusammen dekoriere. Ich denke mal, das ist das Beste. Und ich brauche auf jeden Fall noch Ton. Ach, da fällt mir gerade auf. Ich habe noch auf Englisch gestellt, ne? Kann ich das? Ja, komm, stellen wir eben schnell um. So. Okay. Das sieht zumindest annehmbarer aus als vorher. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ich finde es lustig, wie durch die Sonne die Bricks rosa aussehen. Mein rosa Häuschen. So. Nochmal die Pfoten gebrochen. Alles perfekt. Gut. Oh, wie das Licht da durchscheint. Sehr episch. Wow. Vielleicht soll ich das als Monument einfach da stehen lassen. Ich setze damit ein Zeichen. Gegen Hunger in der dritten Welt. Ja, ja, ja. Ich dachte gerade, die Fackel wären Hühnchen. Okay. Okay. Warum sehen die Fenster eigentlich so doof aus? Moment, warum sind das überhaupt Glasblöcke? Warum sind das keine Fenster? Was habe ich getan?
Ich habe keinen Schimmer. Ich glaube, hier muss noch mal einiges durchoptimiert werden. Auf jeden Fall brauchen wir Ton. Und zwar einiges davon. Bist du Ton? Ich weiß gar nicht, was in dem Texture-Pack Ton ist, aber ich glaube, das ist es. Ton war, glaube ich, Schaufel, ne? Jo. Gut, dass ich eine Holzschaufel habe. Das war blöd. Lass mich raus. Ja, ich weiß, da ist kein Sein. Was versucht es da zu laden? Wüsste ich gern mal. Mehr Ton. Die Musik passt gerade so überhaupt nicht. Naja, eigentlich passt es schon ziemlich gut. Okay, da ist Ton. Ist unter dem Sand noch Ton? Nee. Na gut. Dass dieser ganze blöde Ton aber auch unter Wasser sein muss, ne? Das macht es echt nicht unbedingt einfacher, da reinzukommen. Will ich mal so anmerken. Mal davon abgesehen, dass ich nur eine Holzschaufel habe. Den Missstand will ich vielleicht auch noch beheben, aber ich glaube, ich habe meinen Kobbel im Fuchsbau gelassen, ne? Ja, dann schauen wir mal darüber. Oh, da unten ist ganz viel Ton. Schaut euch das an, aber ich... das ist blöd, da unten abzubauen. Das ist echt dumm. Na, ich hole mir erst die Holzschaufel, komm. Ist ja kein weiter Weg oder so. Gucken wir mal da rein. Da rein? Ja, in den Fuchsbau rein. Das ergibt sogar Sinn. Diep, 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 diep. Oh, ein Ei, das die Ente gelegt hat. Ist das wirklich ein Ei? Tatsache, das sieht in dem Icon so steinmäßig aus. Sieht eher aus wie ein Kieselstein. Vielleicht hat der Gockel auch einen Kiesel geschissen. Man weiß es nicht. Darf ich das um die Uhrzeit sagen? Naja, zu der Uhrzeit, wo ich aufnehme, ist das 22.04 Uhr. Das heißt natürlich nicht, dass ihr das um 22.04 Uhr seht. Von daher, nee, das darf ich wahrscheinlich nicht sagen. Ist mir aber auch vollkommen Wumpe. Hüpp, dip. Na komm, renn! Renn! Und die ganzen Löcher wollte ich noch zumachen, weil die echt nicht schön aussehen. Ah, so viel zu tun, so viel zu tun. Jetzt aber erstmal, wo habe ich denn mein Kobbele? Ich glaube unten, legen wir erstmal das Ei da rein. Und den Sand. Das ist nur eine Feder. Okay. Ich wollte nicht schleichen, aber okay. Welche war meine Bullshit-Box? Die da, glaube ich. Da ist Kobbel. Sehr nice. Dann machen wir jetzt noch zwei Steinschaufeln, würde ich jetzt einfach mal behaupten. So. Das sollte reichen, theoretisch. Praktisch wahrscheinlich überhaupt nicht. Praktisch werde ich... Danke. Selbst ausgesperrt. Praktisch werde ich wahrscheinlich eh nicht an genug Ton rankommen. Machen wir erstmal die Holzschaufel kaputt. Ich muss auf jeden Fall... Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich das nicht sogar im Creative Mode machen soll. Den ganzen Sand hier durch Gras austauschen. Nee, das machen wir normal. Weil das sieht echt nicht schön aus. Ich will keinen Sandstrand im Sumpf. Habe ich schon mal gesagt. Das sieht einfach nur dumm aus. Dumm, dumm, dumm. Dumm, 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 dumm. So. Give all that tone to me. Okay. Da ist noch mehr. Wenigstens, muss man echt dazu sagen, wenigstens gibt's auf dieser Map echt keinen Tonmangel. Dafür gibt's einen Kuhmangel. Ich weiß nicht, was mir da besser gefallen soll. Schwimm, 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 schwimm. Plopp. Okay. Oh, es geht mit der Steinschaufel wirklich viel schöner gerade. So schön, dass er wahrscheinlich gleich kaputt ist, weil es einfach so schnell geht. Jawohl, 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 jawohl. Alles meins. Meins, 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 meins. Da vorne ist noch Ton. Auch ziemlich viel. Gibt's eigentlich neue Unterwassermobs? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe mich über die Updates überhaupt nicht informiert. Mittlerweile gibt es ja sogar Version 1.5.1, glaube ich. Allerdings ist wohl die Shader-Mod damit noch nicht kompatibel. Und einige andere Mods natürlich auch wieder nicht. Und Texture-Packs und sowieso. Und überhaupt ist ja eh immer so eine Sache. Deshalb baue ich mir jetzt hier einfach einen Ziegelstein hin, damit ich mich da draufstellen kann. deshalb werde ich mit der 1.5 noch warten, bis meine paar Mods, die ich habe, da wirklich voll kompatibel mit sind und bis es da keine Probleme gibt. Und werde dann erst umsteigen.
glaube, ich bin mir ganz sicher, ob es wirklich so viele interessante Neuerungen in 1.5 gibt. Ich glaube, das war im Endeffekt ein riesen Redstone-Update. Also wurde viel mit Redstone, neu hantiert. Was ich natürlich persönlich geil finde für Adventure-Maps und sowas. Weil ich ja auch wieder demnächst irgendwie mal eine Adventure-Map basteln will. Also nicht im Let's Play, sondern einfach so. Und da interessiert es mich schon, aber fürs normale Let's Play werde ich wahrscheinlich nicht allzu viel mit Redstone machen. So Kleinigkeiten vielleicht. Schauen wir mal. Fehlt noch was? Nee. Okay, mehr Ton. Oh, da ganz tief unter Wasser, das gefällt mir nicht. Falsches Werkzeug. So ist besser. Gib alles her. Bitte, danke. Nehmen wir das noch mit. Das kann ich von da oben schön ausgraben. Oh, da ist noch mehr. Tonception quasi. So. Ton im Ton. Und noch irgendwo Ton. Ich hätte mir wirklich einfach ein Boot bauen sollen, mit dem ich hier drüber tuckere. Okay. Oh, schaut euch das an. Da ist ein Haufen Ton. Das ist schön. Das gefällt mir. Sehr gut. Ich habe sogar Gras mit ausgebuddelt. Und eine Seerose. So. Wundervoll. Flop, 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 flop. Da ist noch ein bisschen was. Alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und da war noch irgendwo eine größere Fläche gerade. Wo habe ich die jetzt gesehen? Da drüben. Ja, größere Fläche, ja, geht eigentlich. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Kommt ja aus jedem Block, kommt ja recht viel Ton raus. Düpp, 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 düpp. Oh, da ist noch eins. So. Wie viel haben wir denn jetzt? Zu wenig. Glaube ich. Ich nehme jetzt mittlerweile lieber zu viel als zu wenig, denn wer meine Minecraft-Let's Plays kennt, weiß, dass ich mich jedes Mal gnadenlos verschätze und verrechne. Und deshalb nehmen wir jetzt lieber einfach ein bisschen mehr mit. Oh, da unten ist sogar Kohle. Hm, will ich vielleicht auch sogar noch haben. Ich muss das ganze Zeug ja auch irgendwie brennen. Nee, nee, nee. Ah, komm schon. Okay. Nein! So. Plop, plop, plop. Alles meins. Ist das Kohle? Ich glaube schon. Ach, ich kenne mich doch in diesem Texture Pack noch gar nicht aus. Ich kenne mich doch nicht aus, Mann. Es geht weiter nach unten. Ja, das ist Kohle. Das macht da fast keinen Sinn, das da unten auszubuddeln. Machen wir zumindest ein bisschen was. Nein, nicht sterben, Mann. Oh Gott. Okay. lassen wir es sein. Ich könnte mir wohl irgendwie was bauen, damit ich da unten Luft kriege, aber ach. So, da haben wir noch mehr Ton. Alles meins. Jawohl. Eve, please. Danke. Und da vorne haben wir auch nochmal Ton. So. Ich glaube aber ganz ehrlich, wenn wir das hier alles rausgebuddelt haben, dann sollte das wirklich, wirklich reichen. Das sollte echt mehr als genug sein. Na komm. Komm ich da noch ran? Nee. Dann muss ich dafür runter. Dauert wenigstens nicht so lange, wie die Kohle abzubauen. So, ich kann ein bisschen länger hier unten rumhantieren. Haben wir alles? Schaut gut aus. Okay. Da vorne ist mein halbfertiger Baum. Wir haben ziemlich viel... Oh, ich sag die ganze Zeit Ton, ne? Lehm! Oh, Lehm. Meine ich natürlich. Das wollte ich von Anfang an sagen. Lehm, nicht Ton. Lehm.
Und das ganze Zeug werden wir jetzt brennen. Mit Nero, Burning Rome. Kennt das überhaupt noch jemand? Kennt noch jemand Nero, Burning Rome? Gibt's das noch? Ich glaube, Nero gibt's schon noch, aber ich glaube, das nennt sich nicht mehr Burning Rome. Oder eigentlich hieß es ja Burning Rom. Es war ja nur eine Anspielung auf Rom. Eine total lustige. Hahaha. Ja, das auch noch mit. Da ist gerade ziemlich viel. Hihihi. Jedenfalls habe ich das früher immer benutzt zum Brennen. Mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile brenne ich aber auch nichts mehr, weil irgendwie, warum denn? Es gibt ja USB-Sticks für alles und Dropboxen und SD-Karten und niemand benutzt mehr Brennsoftware. Niemand. Na, vielleicht ein paar Leute schon noch, aber... So. Lass mich da raus, Mann! Das sieht aus der Ferne wirklich schön aus, speziell mit der Shader-Mod. Und der Mond ist schön, meine Herren. Was ein schöner Mond. Okay. Dann schauen wir jetzt mal, was wir da rausbekommen. So. Flop. Jetzt erstmal gucken, was ich noch in den Öfen habe. 16 Ziele. So. Das sieht immer so viel aus, aber die Ausbeute ist tatsächlich unglaublich gering. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Kohle. Kohle. Nee. Dann war das oben. Na gut, gehen wir wieder nach oben. Mich doch nicht, Mann. So. Okay. Und wir werden, denke ich, auch noch ein paar Öfen brauchen. Bauen wir denn? Keine Ahnung, machen wir mal so 4 Stück. So. Ups. Ich habe mal wieder das Achievement für bekommen. Finde ich gut. So. Nein. Flop. Flop. Flop, flop. Okay. Jetzt da. Da. Dann da. Da. Und immer schön 8 Kohlestücke reintun. Denn das reicht genau für 64 Lehmblöcke. Okay, hier haben wir noch einen Ofen. Jawohl, hier noch 4 Stück. Ich glaube, ich habe nicht genug Kohle dafür. Na, obwohl, ich kann auf jeden Fall die 4 Öfen noch füllen. Halt. So, aber ich habe nicht genug Kohle, um alles zu brennen. Okay. Gut.